In diesem Video geht es darum, welche Funktion die Karte durch Kess erweitert wird. Das ist zum einen mal das Truppen hervorheben. Wie wir hier schon sehen können, auf meinen Siedlungen sind hier und hier und hier kleine Quadrate hinzugekommen, die mir anzeigen, was für Truppen da drin stehen. Wenn wir jetzt mal kurz in die Einstellungen wechseln, unter Truppen hervorheben, sehen wir hier, dass es vier Blöcke gibt mit vier unterschiedlichen Farben. Steht für Offensiveinheit, Defensiveinheit, Graf und Kundschafter. Ich kann jeweils die Einheiten auswählen, die zu meinen Offensiveinheiten gehören und die Anzahl, die vorhanden sein muss, damit das Ganze auf der Karte angezeigt wird. Das geht auch für Defensiveinheiten und für die zweite Einheit gibt es jeweils die Option, auch keine auszuwählen. Das heißt, möchte ich nur noch eine Offensiveinheit filtern, dann ist es ebenfalls möglich. Für Graf und Kundschafter sind die Einheiten klar, da kann ich nur die Anzahl und die Farbe einstellen. Bei mir steht es immer alles auf 1, dann weiß ich ungefähr, auf welchen Siedlungen ich was bauen werde. Hat man fertig eingestellt, drückt man auf Abspeichern, das Ganze wird gespeichert und es kann losgehen. Wenn ich dann die Karte neu lade, dann werden die neuen Einstellungen angewandt. So, auf meiner Karte sieht man jetzt hier O, das steht für Off. Da sehen wir, Kreuzritter und Sturmböcke sind vorhanden. Da wo das K steht, wurden jetzt zum Beispiel auch schon Kundschafter gebaut. Das D steht für Def und wir sehen, da sind schwarze Ritter vorhanden. Hätte ich jetzt irgendwo noch eine Siedlung mit Grafen, würde hier unten noch ein G aufgeführt werden. Halt für Graf, da kann man dann gleich auf der Karte gucken, welche Siedlung ist am nächsten zur C-Siedlung dran und hat schon einen Grafen und muss nicht dauernd dieses Pop-up hier bemühen. Dann kann ich noch Gruppen hervorheben lassen. Man sieht hier schon schön, ich habe Off-Siedlung und Def-Siedlung. Das lässt sich frei einstellen. Wenn wir nochmal in die Einstellungen gehen, Gruppen hervorheben, kann ich hier einen Namen für eine Gruppe oder eine Gruppierung von Gruppen eingeben und das Ganze zweimal. Farbe ist ebenfalls frei auswählbar und hier werden dann alle meine Gruppen angezeigt. Frei auswählbar, wie gesagt. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach alles anklicken, dann würde halt für jede Off dastehen. Damit es einigermaßen sinnvoll ist, habe ich mir jetzt gedacht, ich teile das in Off und Def ein und markiere hier dann jeweils alle Gruppen, in denen ich Off-Einheiten baue und hier alle Gruppen, in denen ich Def-Einheiten baue. Das funktioniert also, sobald eine dieser Gruppen auf meiner Siedlung zugeteilt ist, dann wird hier die entsprechende Markierung gesetzt. Das letzte, was die Karte jetzt noch kann, ist Angriffe anzeigen. Dazu gehen wir mal auf die Angriffsseite, können dann hier Angriffe speichern. Dann wird diese Seite gespeichert und wenn ich jetzt auf der Karte auf eine Siedlung treffe, die gerade angegriffen wird, wird diese gekennzeichnet dadurch, dass hier geblinkt wird. Mit dem Mauszeiger über die blinkende Siedlung fahren bringt mir Informationen über die Angriffe. Das ist ein bisschen aus dem Bild raus, aber das macht jetzt nichts. Ich kriege also Informationen über die Angreifer und über die noch reinkommenden Angriffe und über Schließen kann das Pop-up geschlossen werden. Ist so ein Angriff durchgelaufen, wird er automatisch entfernt aus meiner Angriffsliste. Das heißt, die Siedlung blinkt dann nicht mehr, wenn der Angriff schon durch ist. Oder aber ich kann auf die Angriffsseite gehen und alle gespeicherten Angriffe wieder verwerfen.